herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starten wir mal am Abend. Es ist jetzt schon 9:30 und ja, mein Fernseher geht nicht. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Sky gucken, meine Serie, weil morgen hat nämlich Felix Geburtstag und er freut sich schon so sehr auf seinen Geburtstag. Er ist total aufgeregt und er wünscht sich natürlich auch etwas Geschmücktes und das machen wir ja immer abends. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, was ich so besorgt habe für den Geburtstag. Was er sich auf jeden Fall gewünscht hat, war eine Kamera. Jetzt habe ich ihm diese hier bestellt. Kann ich euch gleich mal zeigen. Also ich finde die recht gut. Also sie hat auch viele Bewertungen, aber so durchwachsene Bewertungen. Deswegen würde ich jetzt, also kann ich jetzt noch keine Empfehlung aussprechen, aber ich kann euch wie gesagt die Produkte unten alle verlinken, weil die habe ich auch alle von Amazon bestellt. Dann habe ich hier einmal so ein, ja, Entdecker-Set. Er hatte ja schon mal so eine Taschenmesser für Kinder. Das habe ich ihm im Urlaub gekauft. Das fand er ganz toll, das hat er leider verloren. Aber hier gibt es jetzt noch so eine Tasche dazu. So eine fancy Tasche und ein Kompass. Und sogar noch eine, also es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus, eine Taschenlampe. Und das Ganze kann man sich mit diesem Karabinerhaken auch an die Hose hängen. Mit Lupe, also richtig cooles Set. Und dann habe ich noch, das habe ich schon für Ewigkeiten gekauft, einmal hier dieses Diamond Painting. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das habe ich lange zurückgehalten. So ein Vulkanausbruch. Auch das hatte ich mal von Action für 2,49 Euro oder so. Und da kann man eben ja so mit Chemie hantieren und gucken, was da so bei rauskommt. Was da so oben raus blubbelt. Also richtig cool, finde ich. Mag ja sowas total. Mal vor einer Weile geholt habe, zum Beispiel das hier von Tonis, das war auch mal im Angebot. Und da habe ich jetzt das Dschungelbuch, Hörbuch ab 4 Jahren. Meine Kinder lieben das ja, die hören das auch fast jeden Abend, nicht immer, aber fast jeden Abend. Und dann habe ich hier noch so eine Piratenschatztruhe, das fand ich richtig cool. Das habe ich allerdings auch von Amazon und da sind 24 Edelsteine drin. Das ist von, enthält 24 echte Minerale. Das ist von der Firma Moses, die finde ich eigentlich immer gut. Und dann habe ich ihm noch ein Fernglas geholt. Oder wir ihm. Oder das sind so hauptsächlich die Geschenke, dann auch so Krimskrams, also so kleine Sachen, ein paar Sticker und einmal vom Weltall. Hatten wir heute übrigens geguckt von Checker Tobi, gucken wir seit 1-2 Wochen immer. Richtig cool gemacht. Gibt es auf YouTube ganz viele Videos, kann ich euch auch mal gerne unten verlinken, wenn euch das interessiert. Ansonsten einfach mal Checker Tobi eingeben, da gibt es richtig schöne Themen. Dann habe ich hier noch eine Geburtstagskarte. Und ansonsten die Deko-Sachen, die werde ich, kann ich euch auch verlinken. Das war so ein Dino-Set, das finde ich richtig gut gemacht. Das werden wir jetzt einmal mit Helium aufladen. Und eine 5 habe ich noch bestellt in grün, richtig passend. Dann hatte ich hier nochmal eine 5 gekauft, schon vor Ewigkeiten. Die Zahlen, die hole ich mir meistens immer von Ernstings Family. Die haben da immer richtig schöne Geburtstagszahlen. Und dann habe ich natürlich noch Deko vom letzten Jahr, weil letztes Jahr gab es ja auch schon eine Dino-Party. Kuchen muss ich heute tatsächlich nicht mehr machen, weil Felix den Kuchen morgen mit mir machen möchte. Da er ja morgen zu Hause ist, will er morgen mit mir den Dino-Kuchen machen. Und er hat sich ausdrücklich Dino- und Baggerkuchen gewünscht. Aber den Baggerkuchen werde ich nicht machen, weil so viele Leute sind wir ja morgen nicht. Und da wir schon eine Erdbeertorte bekommen, reicht der Dino-Kuchen glücklicherweise. So, und dann gab es hier noch so eine Girlande dazu mit der Aufschrift Happy Birthday und 3 Millionen Luftballons. In genau den Farben und noch sogar Cake-Topper. Kann man natürlich auch für Muffins nehmen, aber kann man sich auch dann, oder kann man auch auf den Kuchen machen. Ja, ich glaube, das war's. Und das restliche, das Geld sammeln wir dann nochmal ein und zahlen das dann auf das Konto ein. Ja, so machen wir das, so handhaben wir das zumindest, damit er nicht unnötige Geschenke von allen Seiten bekommt. Eigentlich schon ein Geschenk packe ich dann immer noch zur Seite, damit es die Oma dann schenken kann. Machen. Und ich habe Sushi. Mein Freund hat mir noch netterweise Sushi mitgebracht. Wie gesagt, ich war heute den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause, außer beim Arzt. Und jetzt gibt es erstmal lecker Sushi. Das ist von Rewe. So, jetzt ist es. Jetzt muss ich mal gucken. 11:30 Uhr. Mein Akku blinkt sich gerade. Ich habe hier schon ein bisschen dekoriert. Mein Freund hat mir geholfen, aber der ist jetzt wieder zu den Kindern, weil die hier wach geworden sind. Und ich werde jetzt noch die Geschenke einpacken, dann bin ich fertig. Wir haben diesmal 3 Zimmer so halb dekoriert. Einmal Schlafzimmer, weil er da ja wach wird. Küche ein bisschen und jetzt das Wohnzimmer.
So sieht es jetzt aus. Liest du eine Mail von der Schule? Hast du nicht gesagt, wir dürfen das nicht? Die ist von Harvard. Leider Gottes war das Medium dann irgendwie alle. Sie hatte gerne Gefühlslage, das ist alle Beteiligten nicht richtig gesprochen. Aufgegangen und dann ist alles rausgekommen. Das war irgendwie total falsch. Also muss ich da auch hin. Du bist deine Mama, gemacht. Du hast deinen Job. Musst du dich mit anderen Leuten Ehen beschäftigen? Aber das ist nicht so schlimm, wie ich finde. Geht ja trotzdem. Da unten sind jetzt die beiden anderen Dinos. Also es war ein komplettes Pack mit ganz vielen Luftballons. Mit einer Schrift, zeige ich euch noch, für, glaube ich, 13 oder 14 Euro. Also diese vier Dinos, einmal der da unten, dieser Dino, der Dino und der Dino. Plus die unzähligen Luftballons und davon haben wir noch nicht mal alle aufgeblasen. Da liegen noch ultra viele. Das war da drin. Und die Schrift zeige ich euch noch. Das ist ja die Schrift vom letzten Jahr, die ich noch hatte. Die 5 habe ich noch extra bestellt. Und da waren auch diese beiden Sachen mit dabei. Also falls ihr vielleicht auch so eine Party schmeißen wollt. Dino-Partys sind ja sehr beliebt bei Kindern. Also die ist auf jeden Fall super leicht. Gibt es auch in rosa. Da sind sogar Sticker mit dabei, habe ich gesehen. Also einmal hier so ein Band, was man da dran machen kann. Und dann noch Sticker, womit man sie dann verzieren kann. Ein Ladekabel, aber ohne, ja, also nur so ein USB-Ladekabel. Und dann kann man noch eine Speicherkarte reinmachen an der Seite. So sieht der Bildschirm aus. Und da könnte man jetzt rein theoretisch sagen, ich möchte ein Foto machen. Und ich finde auch, ich meine, jetzt ist es natürlich dunkel, aber die macht eigentlich ganz coole Bilder. Ist natürlich viel näher rangezoomt, aber da gibt es richtig coole Sachen. Da kann man dann solche Motive drüber legen. Und ich glaube, das finden Kinder richtig gut. Ich probiere einmal, ob ich euch das gut zeigen kann. Gibt sogar Halloween. Videos kann man damit auch aufnehmen. Auch mit Ton. Hier haben wir Happy Halloween. Dann Weihnachtsmotive. Dann so verschiedene Filter. Farben. Und der Display ist halt total riesig. Ja, genau. Also ich finde die nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie gekostet hat. Richtiges Fazit kann ich nicht abgeben, aber ich kann es euch gerne unten einmal verlinken. Ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder. Ich werde jetzt noch die Geschenke einpacken, alles hübsch dekorieren und dann ins Bett gehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Also ihr müsst mich jetzt so ertragen. Meine Nacht, die war richtig gruselig. Ich war, glaube ich, auch etwas länger mit Ella wach, über eine Stunde. Und es war nicht so gut, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Ich habe mich heute nicht abgeschminkt. Aber Felix testet jetzt einmal sein Fernglas. Das ist richtig gut. Also das ist nicht so ein billiges, sondern so ein schon hochwertigeres. Ich habe es anstatt so... Nee, warte mal. Ja, genau. Nee, wie muss ich es halten? Ich habe es so gehalten. Eigentlich kommt es so. Also. Ach, da können wir richtig in die... Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch. Felix hat zu mir gesagt, Mama, du hättest das falsch. Aber das ist so nah. Da müssen wir rausgehen. Müssen wir rausgehen? Ich sehe gar nichts. Wer ist denn das? Ich habe eine Lupe. Oh, guten Morgen. Hier hat jemand die Macht übernommen. Ich habe keinen Einfluss mehr. Mama, ich habe... Als letztes habe ich gesagt, ich habe eine Kinoparty. Ja. Okay. Cool. Angekommen in der Küche. In der Zwischenzeit habe ich mich auch wieder angezogen. Ich habe tatsächlich das gleiche, was ich gestern auch anhatte. Und es ist einfach super bequem, ist dieser Overall. Na, dann setzt man dich da hoch. Heute gibt es Dino-Kuchen, wie sich Felix gewünscht hat. Hier sieht es aus, als wäre die Bombe eingeschlagen. Ich versuche hier. Ein Akku ist leer. Ein Akku ist leer? Okay. Das ist nicht schlimm.
versuche ja irgendwie den Haushalt noch nebenbei zu machen, aber wir haben ja noch lange den Zahn kann ich mir ziehen. Das sieht echt katastrophal aus mit zwei kranken Kindern. Wir haben also, das ist jetzt übertrieben, aber für meinen Geschmack. Heute gibt es Dino-Kuchen, dazu nehme ich eine Backmischung, weil ich jetzt nichts anderes da habe und ich nehme es jetzt einfach. Blechkuchen mache ich, nee, nicht Blechkuchen, sondern viereckige Kastenform, ich komme jetzt nicht drauf. Und dann hat mein Freund gestern, der war einkaufen, so wie ich ja gesagt, zweimal diese Lebensmittelfarbe mitgenommen, dafür brauche ich nur das Grün. Weitere 45 Minuten, also verzieren muss ich den selber, weil da machst du Mittagsschlaf. Ist das okay für dich? Das heißt, wenn du wach wirst, hast du einen coolen Dino-Kuchen. Ich mache nur ein bisschen mit. Das geht nicht, weil der ganz lange im Ofen bleiben muss. Mein Schatz. Oder ich mache ein bisschen mit und dann machst du den weiter und dann mache ich mit deiner Mittagsschlaf. Und dann kannst du den weitermachen. Genau. Naja, wir machen jetzt den Teig, machen den dann in den Ofen, dann legst du ihn ins Bettchen. Und wenn du dann vielleicht wieder wach wirst, ist er dann, können wir uns zusammen machen oder Mama hat den schon fertig gemacht. So, jetzt lässt du es einmal hier reinkippen. Und dann sage ich dir weiter, was alles? Du machen musst. Alles. Genau. Das ist jetzt Mehl und Zucker. Oh, sowas. Oh. Gut. Ja. Ja, nicht schlimm. Alles gut. So. Noch einmal, aber so aufschlagen. An der Seite. Und dann musst du den Fingern da so reingehen, in die Stelle, die offen ist. Leicht aufschlagen. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Gut, und jetzt mit den beiden Fingern so ein bisschen reingehen. Das machen wir jetzt alles mal rein. Schön nach Augenmaß, weil eine Waage ist nicht kaputt. Ganze Butter? Ja. Kann ich das machen? Ja, musst du mit dem Löffel raus. Mama, Mama. Ja. Das Video. Ja. Soll ich den Video anmachen? Wir machen es aber ganz langsam und dann jetzt auf Stufe 3 ganz schnell. Circa 3 Minuten. Dann im unteren Drittel ist oben gebacken, 48 Stunden Backzeit, den Kuchen der Länge nach einschneiden und weitere 45 Minuten backen. Ich bin gespannt. Ich auch? Ja. Der riecht schon nach so was oben drauf, was dann das hier was wird. Nach Zitrone? Ja, nach Zitrone und so. Nach Zucker? Nach Süßigkeit? Riecht der nach Süßigkeit? Ja, es riecht nach so von oben, dass ich nicht mag. Was? Was du nicht magst? Ja. Ach, das ist halt immer gut. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Warte mal, weil das so nah dran ist. Jetzt Foto am Mann drücken. Gott. Gut? Ja. Die Kinder schlafen jetzt. Ich bin jetzt im Kinderzimmer. Und der Kuchen ist jetzt aktuell noch drin, allerdings nur noch 10 Minuten. Dann ist die Zeit auch schon verstrichen. Und ich suche mir jetzt einmal Tonzeichenpapier. Erste Stunde mit Maria. Jetzt muss ich einmal gucken. Sieht fest schon auf jeden Fall. Das werde ich jetzt einmal aufmalen. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. So sieht es einmal aus. Ich habe es jetzt von beiden Seiten bemalt. Es sieht total unterschiedlich aus, aber super simpel, relativ schnell gemacht. Hier ist einmal der Schwanz und dann stecke ich das jetzt nachher in den Kuchen beides rein und
Ich bin gespannt, wie Felix das finden wird. Ich bin nämlich so ein bisschen abgerückt von diesen Motivtorten, beziehungsweise die sind ja super schön, wenn man die bestellt. Mir schmecken die auch persönlich sehr gut, aber ich finde die immer so deftig und so, die machen einen immer so voll und so satt, dass man dann irgendwie nichts anderes mehr essen kann. Und ich mag ja auch diese ganz einfachen Sachen, so Erdbeerkuchen und sowas. Und das lieben ja meine Kinder auch. Deswegen habe ich jetzt auch die letzten beiden Male zum Geburtstag erstens selber gebacken und zweitens keine Torten bestellt. Weil die eben, ja, also meine Kinder essen das zwar, aber das ist dann immer so ein Rumgestochere. Und dann mache ich lieber den Kuchen, den sie wirklich gerne mögen. Und ich bin gespannt, Kuchen habe ich jetzt einfach rausgeholt. Ich muss jetzt allerdings leise sein, weil ja beide Kinder im Schlafzimmer schlafen. Dadurch, dass der Benebler ja Vernebler da an ist. Und deswegen mache ich das jetzt einmal ohne Ton. Und jetzt habe ich hier immer den Kuchen. Dann habe ich noch so ein Tens einmal raussortiert. Das ist einmal der Zuckerguss. Der war ja schon mit dabei, aber das ist ja eigentlich noch normaler Puderzucker. Und da kommt dann Wasser hinzu. Und wie gesagt, die Lebensmittelfarbe. Und jetzt probiere ich das mal. Ich werde mich hier aufstellen. Unsere Kaffeetafel, ja. Elias hat jetzt hier seine ganzen... Ach, zeig mal. Was ist ein Dino? Stiftehalter mit Radiergummi. Oh. Kann man da so reinschieben. Eine Dino-Knalltüte. Ach so, cool. Hat er sich gewünscht. Ach cool, echt? Mhm. Ein ICE-Zug. Oh, Felix. Ach, süß. Hast du auch gemacht heute in der Betreuungsstunde? Vier Sachen. Hier noch die Torte, die Bagger-Torte. Ach süß. Wollen wir das alles auf seinen Platz legen? Ja, ich wollte aber noch 5 Euro, aber ich kann ja nicht mal... Ich darf 5 nicht. Euro? Ja. Du brauchst ihm kein Geld schenken, Elias. Mach nicht auf der Seite. Ach ja, ich bin hier auf der falschen Seite. Aber ich glaube, das ist egal, Felix. Hier ist keiner. Ach, ich liebe Kino. That's pouring into you. And so, my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Forget about seeing it or hearing it, in the end, you must feel. Forget about all you know, you need to go, it's okay to let go. So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir waren ja noch im Kino. Jetzt haben wir noch einmal eine Folge Checker Tobi geguckt, wie jetzt irgendwie jeden Abend. Und Felix hat eben zu mir gesagt, Checkout, Mama, der Tag, der war so schön. Das war so süß. Ha? Hat dir gefallen, der Tag? Hast du meine Schuhe an? Ja. Der war so schön. Ich habe meine Schuhe an. Du hast Mamas Schuhe an, ja. Ja. Mhm. So, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss. Looking back at the good times.